Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminki für dich, denn es geht um die Marke M.A.-Sam. Ja, da habe ich ein bisschen was und das möchte ich gerne mit euch zusammen in meinem Gesicht ausprobieren. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe ja einiges durch Adventskalender hier hinbekommen. Manches habe ich mir auch im Black Friday Sale bestellt. Ja. Und in der Beautybox war letztens was drin. Zum Beispiel, ja, ne, war in der Beautybox, genau, das Perfect Tint von M.A.-Sam, Optimize Skin Instantly. Das ist ein Primer sozusagen. Also du kannst den entweder als ganz normal, ne, hier für einzelne Fältchen, komm, ich mache mir meinen Haarreif drauf, Leute. Ich sehe heute so ernst aus und gleichzeitig so ein bisschen vom Winde verweht. Mag daran liegen, dass es draußen echt stürmisch ist. Genau. Also nicht das Ernste. Das Ernste liegt daran, weil ich mich heute irgendwie einfach ein bisschen schick machen wollte. Weiß ich nicht. Irgendwie hatte ich Bock auf diesen Pulli. Genau. So, ich gebe mir das mal ein bisschen auf. Normalerweise kommt das, glaube ich, in einem Tiegel. Ich habe auch gelesen, dass man sich das eigentlich nicht auf das komplette Gesicht geben sollte als Primer. Ich versuche es trotzdem mal. Das ist nämlich von der Konsistenz her auch sehr wie so ein Pore-Filler, Primer. Und der soll halt im Prinzip das Gesicht optimieren, was auch immer das heißen mag. Wahrscheinlich einfach so ein bisschen Blurring, ein bisschen Falten weg, ein bisschen Poren weg, ein bisschen schicker, ich weiß es nicht. Gezielt auf Fältchen oder dünn auf das ganze Gesicht steht hier drauf. Genau, und ich mache das gerade dünn auf mein ganzes Gesicht. Normalerweise steht M.A.-Sam ja auch dafür, dass man halt sehr, sehr schnell sich dann schminkt und sehr, sehr schnell dann fertig ist. Ich sage euch am Ende des Videos einfach mal Bescheid, wie lange ich quasi für das ganze Video ohne Schneiden gebraucht habe. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein, ne? Natürlich habe ich jetzt auch ein bisschen dabei erzählt und so, da muss man meistens so Hälfte Labarababa abziehen, grob. Als nächstes verwende ich das Magic Finish, das hatte ich auf jeden Fall in dem Asam Beauty Adventskalender. Genau, ist nämlich hier als Probe drin. Ich habe mir auch tatsächlich schon das ein oder andere Video dazu angeschaut. Man soll sich das wirklich mit den Fingern aufgeben und darf nicht vor der Farbe zurückschrecken. Okay, Magic Finish Make-up über die Tagespflege auftragen, bis die gewünschte Deckkraft erreicht ist. Jo, viel mehr steht da nicht. Auch das ist eher so ein 5 Milliarden in 1 Vieh, weil du quasi die Foundation hast. Du hast Luft hier drin. Du hast eigentlich auch hier so eine Art Primer mit dabei und von der Textur ist es so, dass es nachher auch pudrig wird. Ich gebe mir jetzt hier erstmal so eine Wurst auf meinen Finger. Dann gucken wir mal. Okay, es passt sich auf jeden Fall an, tonmäßig, ne? Also es verschmilzt wirklich mit der Haut, hat eine leichte Deckkraft und das lässt sich schön auftragen. Also jetzt so mit den Fingern arbeite ich normalerweise nicht unbedingt gerne Foundation in mein Gesicht ein, aber das funktioniert echt gut gerade. Das fühlt sich auch angenehm an, weil das so ein seidiges Gefühl hat, ne? Und wenn man sich jetzt mal mein Hals so auch in Relation anguckt, ist man halt schon ein bisschen heller, aber es ist nicht super krass. Und da ich jetzt einen Rolli anhabe, mache ich das nur so ein bisschen runter mit den Fingern, ne? Ist jetzt nicht ein großes Verblenden, was ich da machen muss. So würde ich es tatsächlich lassen. So, das Finish sieht auch schön aus. Also das sieht sehr, sehr natürlich aus. Ist jetzt nicht irgendwie super stark deckend oder sowas, aber es ist schon so perfektioniert, ne? Also es ist angeglichen. Ich habe eine leichte Tönung im Gesicht. Rötungen sind ein bisschen ausgeglichen. Also es sieht schön aus. Es fühlt sich auch an, als wäre es eine Foundation, die ich jetzt gesettet hätte. Das heißt, es tut dem ganzen Ding jetzt auch keinen Abbruch, dass ich gar keinen Puder habe von M.A.-Sam. Genau. Und das mit dem Bronzer, den habe ich auch nicht. Ist auch nicht so schlimm, weil ja trotzdem noch so ein bisschen meine natürliche Haut durchscheint und das Ganze auch nicht zu unnatürlich mega krass Full Coverage ist, ne? Weil Full Coverage Foundation sollte man schon Bronzer verwenden und so. Man könnte jetzt theoretisch auch das dunklere M.A.-Sam verwenden, dieses Magic Finish, um das hier außen als Bronzer aufzutragen. Das habe ich mir jetzt einfach gespart, das habe ich letztens an euch verlost, weil nur als Bronzer würde ich das nicht verwenden. So lasse ich das jetzt erstmal. Genau. Jo. Und ich bin auch gespannt, also ich habe das auch so ein bisschen unter die Augen aufgegeben als Concealer-Ersatz und auch oben auf den Augen drauf. Natürlich, ich habe gleich noch ein bisschen Lidschatten, den ich mir über die Augen geben werde, aber ja, so schaut es dann erstmal aus von der Base her.
Also so als Alltagsbase kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Ne? Das ging jetzt auch recht schnell. So, jetzt verlassen wir so ein bisschen den Bereich des Alltags und gehen mal zu dem Highlighter. Den hatte ich letztens in der im Asam Wunderbox oder sowas. Der ist aber nicht von im Asam, sondern von Forever Young, das Glow to Go. Da hatte ich, glaube ich, sogar 4 Stück oder so von drin. Wahnsinn. Und das werde ich mir jetzt versuchen, vorsichtig und dezent aufzutragen. Deswegen gebe ich mir auch erst so ein bisschen was auf meinen Finger, weil ich arbeite jetzt heute hier sehr viel mit meinen Fingern wahrscheinlich. Und das verteile ich mir erstmal so zwischen den Mittelfingern. Gebe es dann vorsichtig hier an den höchsten Stellen auf. Ja, ein bisschen was sieht man, ne? Aber, ja. Claudia ist noch nicht zufrieden damit. Ja, also da sehe ich jetzt echt nicht viel von, ne? Das ist jetzt so ein ganz mini, mini, minimaler Glow. Deswegen gebe ich mir noch ein bisschen auf, noch so ein Tröpfchen. Wieder zwischen den Fingern batschen. Soll halt schon noch irgendwie natürlich bleiben und nicht zu unnatürlich aussehen, aber ich möchte schon den Highlighter so ein bisschen sehen. So, der Highlighter ist drauf und man sieht ihn ein bisschen. Wie gesagt, ist jetzt nicht so ultimativ krass, ne? Aber es ist ein natürliches Highlight, was man auch auf jeden Fall dann im Alltag so tragen kann. Ich möchte aber trotzdem noch. Ja, ist mir jetzt ganz schwer. Der liegt da hinten und stöhnt vor sich hin, ne? Oh, furchtbar. Gebe ich mir auch noch ein bisschen auf die Nasenspitze. Also quasi mit dem Mittelfinger drauftupfen und mit dem Zeigefinger arbeite ich das dann quasi ein, mehr oder weniger. Also das trocknet sehr schnell. Gibt aber so einen zarten Glow. Ich könnte mir das sogar fast vorstellen, das komplett unter das Magic Finish zu geben, damit ich nicht so ein seidiges Finish habe, sondern dann halt noch so ein Glow darunter. Ne? Das wäre, glaube ich, sogar noch besser. Dann habe ich jetzt hier den Satin Blush. Das ist dieser hier in der Farbe Peachy Rose. Ich glaube, den habe ich mir mal gekauft. Nee, ja, ich hatte so eine Überraschungsbox. Genau, da war nämlich auch die Lidschattenpalette drin. Genau. So ist das Ganze auch so ein bisschen in meinem Kopf entstanden. Ich suche mir jetzt einen ganz, ganz fluffigen Pinsel raus, weil ich den natürlich auch über die Foundation drüber machen möchte. Aber ich möchte das nicht zu eskalativ machen, weil dadurch, dass alles sehr natürlich ist, wäre das jetzt ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich mir da jetzt einen mega sichtbaren Blush hinknallen würde. Weil der ist gar nicht mal so wenig pigmentiert, ne? Der ist sehr, sehr frisch, aber schon recht knallig. Also da muss ich aufpassen. Dieses Peachy Rose ist tatsächlich gar nicht mal ohne. So, ich habe jetzt hier von Sephora so einen Blushpinsel. Der ist relativ fluffig. Ja, ne? Recht fluffig. Gehe ich auch nur zweimal so reingedippt. Sehr pudrig. Deswegen klopfe ich den. Ich klopfe das erstmal ab, bevor ich das jetzt so. Genau. Mhm. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Also, ja, der ist schon da. Aber der ist schön. Der gefällt mir. Ich mache den natürlich jetzt ja über meinen Highlighter drüber, weil normalerweise arbeite ich dann ja von flüssigen Texturen zu pudrigen Texturen. Aber der ist schön. Und das gefällt mir sogar auch über dem Highlighter. Ich arbeite wirklich mit einer ganz, ganz leichten Hand, damit ich das hier echt nicht übertreibe. Weil ja, das natürlich jetzt aktuell noch das am auffälligsten pigmentierte Produkt in meinem Gesicht ist. So, jetzt habe ich auf der Seite ein bisschen mehr. Dann baue ich den hier auch noch weiter auf. Aber er lässt sich schön ausblenden. Und das, was ich halt auch mal sagen muss, ist, dass der auch gut mit der Foundation zusammen funktioniert. Das heißt, ich hatte erst befürchtet, dass wenn ich mein Gesicht jetzt nicht setze, dass das Produkt sich dann komisch absetzen könnte. Tut's aber nicht. Das finde ich gut. Jo. Das ist der Blush. Man sieht ihn wirklich sehr, sehr dezent, aber ich finde schon, dass man ihn sieht. Also, wie gesagt, ne, ich würde ihn jetzt nicht exorbitant krass aufbauen. Ja, es ist dezent, aber es ist da. Ne, was soll ich sagen? Ach komm, ein bisschen aufbauen kann ich ihn noch. Komm, was soll's? Was soll der Falschgeiz? So jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Jetzt machen wir direkt weiter. Und zwar mit den Augenbrauen. Da habe ich hier den Eyebrow Designer in der Farbe Light Brown. Das ist dieser hier. Ich meine, dass ich den auch schon mal verwendet hätte. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich gucke mir das mal vorne an. Ja, irgendwie verwendet oder geswatcht habe ich den auf jeden Fall schon mal. Und irgendwer klingelt. Ich hoffe, dass mein Freund rangeht. Ja, er geht ran. Ja, es ist wundervoll. Genau, dann werde ich mir jetzt einmal die Augenbrauen durchkämmen. Und dann trage ich das Produkt auf. Ja, das hat jetzt auch recht schnell und gut funktioniert. Und das soll es ja auch, ne? Das ist ja auch das Magische an den Produkten.
Ja, genau. So würde ich es dann auch tatsächlich lassen. Das ging wirklich schnell und die Farbabgabe ist angenehm von dem Produkt. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Da kannst du auf jeden Fall schnell dir Augenbrauen mit zaubern. Das hat mir gefallen. Jetzt springen wir schon weiter zu der Lidschattenpalette. Da habe ich in der Box gehabt Magic Finish Satin Eyeshadow und da habe ich die Collection Number 1. Das Packaging ist richtig schön, ne? Also ich mag das auch, wenn das natürlich sehr ähnlich dann aussieht wie der Blush zum Beispiel. Aber ich habe das in verschiedenen Bereichen meines Zimmers. Also für mich ist es kein Problem. Ich habe hier noch eine Folie drauf, die versuche ich jetzt mal genau zu entfernen. Das ist einfach ein Quattro. Ne? Da hast du gar nicht so viel drin. Ich werde aber auf jeden Fall mit einem Lidschattenpinsel arbeiten. Da habe ich doch mal Luisas Pinsel. Mag ich mega gerne. Ich nehme jetzt einfach mal, ja eigentlich, nee. Eigentlich ist das Helle nämlich zum Highlighten. Das ist nicht zum Dingsen. Das heißt, ich gehe in dieses Braun hier erstmal rein. Die sind sehr, sehr pudrig. Mir das einfach hier so in die Lidfalte rein. Ja, problematisch ist natürlich, meine Augen sind aktuell ziemlich trocken. Da habe ich ein bisschen Probleme. Aber wir schauen mal, was die Lidschatten daraus machen und welchen Look ich hier kreieren werde. Ich denke, dass es ein sehr leichter Look sein wird, aber mal schauen. Also die lassen sich schön auftragen und die lassen sich vor allem auch echt schön ausblenden, obwohl ich keine gesettete Base habe. Das muss ich anmerken, weil das positiv ist, ne? So, das wäre jetzt erstmal so der Anfang. Dann gehe ich mal in den dunkelsten Ton hier. Den setze ich mir nach außen. Oha, der ist aber pigmentierter als gedacht. Das ist jetzt sehr rauchig. Gibt es dann auch hier so ein bisschen mit in die Lidfalte. Oh, das wird echt dunkel. Ich setze mir den auch so ein bisschen an meinen unteren Wimpernkranz. Ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass es dunkelbraun so krass pigmentiert ist, ne? So, den Pinsel mache ich kurz ein bisschen sauber und dann gebe ich mir diesen Mauve-Ton, der hier mit drin ist, tatsächlich so bis zu meiner Pupille auf, also außen so ein bisschen bis zu meiner Pupille, oder? Nein, komm, ich gebe mir den komplett aufs bewegliche Lid. Da sieht man jetzt aber nicht so viel von dem Mauve, muss ich gestehen, aber ich arbeite ja auch mit einem Blendepinsel. Das heißt, wenn ich jetzt einen Smudger oder so nehmen würde, würde man es wahrscheinlich besser sehen. Dann gehe ich jetzt mit so einem Lidschattenpinsel in diesen hellen Schimmerton rein. Und den trage ich mir dann an verschiedenen Stellen auf. Also zum einen kommt der auf mein komplettes bewegliches Lid. Auch so ein bisschen, um das Ganze wieder aufzuhellen, weil das ist hier gerade echt dunkel geraten. Aber der lässt sich gut auftragen, muss ich sagen. Das hilft jetzt auf jeden Fall. Auch wenn er sehr, sehr krümelig ist. Dann gebe ich mir den in den Innenwinkel. Und den Rest gebe ich mir dann unter die Augenbraue. Weil ich mir sehr gerne das auf dem beweglichen Lid intensivieren möchte, gehe ich mit dem Finger rein. Ja, hier wäre auch noch so ein Lidschattenapplikator-Ding mit bei. Bin ich nicht so Fan von. Das setze ich mir dann halt auch nochmal so auf das bewegliche Lid direkt. Das funktioniert auf jeden Fall besser und hält das nochmal auf. Ne? Das war mir wirklich viel zu dunkel. So, an den Kanten gehe ich dann nochmal ohne Produkten mit dem Blendepinsel entlang. Ich gehe mal mit dem Finger hier so ein bisschen, ne, weil ich habe keinen Concealer, nix. Ne? Meine Augen sehen schon etwas merkwürdig aus, dadurch, dass ich irgendwie keinen Concealer trage, muss ich gestehen. Dann gehe ich weiter und ziehe mir einen Eyeliner, beziehungsweise, ja, ich habe einen Kajal, ne? Den habe ich hier, den Eye Designer Black. Den könnte ich sogar auch ein bisschen ausmatschen, wenn ich das Ganze etwas smoky haben möchte, weil der hat hier noch so ein Smudging-Gedönsen dran. Muss ich mal gucken, wie sich dieser komische Nippel dann so macht. Aber ich mache mir da erstmal eine Wimpernkranzverdichtung von. Ich habe echt das Bedürfnis, das jetzt auszusmatschen, weil ich finde, das sieht nicht ganz so sauber aus. Das heißt, ich nehme diese Seite, gehe dann nochmal so da drüber. Sagen wir einfach mal, dieses Smudgen hat den Look meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt schöner gemacht. Aber es hat ihn auch nicht schlimmer gemacht, aber hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ne? Also, ja, weiß ich nicht. Dadurch wird er halt nicht mehr so ultra schwarz, der Eyeliner. War der vorher aber auch nicht so intensiv. Ne? So ein bisschen softer, das Ganze. Ja, gut. Gehen wir weiter zu Mascara. Da habe ich mir auch eine geholt, und zwar die Magic Finish Volume Mascara. Das ist diese hier.
Und wir sind jetzt schon gleich bei einer halben Stunde. Ne? Normalerweise brauche ich tatsächlich auch so ja, 2 Stunden, 1,5 Stunden, wenn ich hier mich vor der Kamera schminke und dabei quatsche. Also da liegen wir jetzt auf jeden Fall viel schneller. Und das hier ist das Bürstchen. Das ist ein ganz normales Kunsthaarbürstchen. Nicht großartig spektakulär. Riecht angenehm. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascara, die mag ich. Die macht wirklich schöne Wimpern. Das ging auch relativ leicht. Du hast kein Verklumpen oder sowas. Oder Verkleben, ne? Das heißt, dass du wirklich schön die Wimpern trennen konntest. Doch, doch, die gefällt mir. Und zwar habe ich 2 Lip Liner, die ich mir bestellt habe. Das ist einmal in der Farbe Almond, also Mandel, und einmal in der Farbe Rosewood. Ich glaube, dass der Lip Liner Rosewood, der untere, mir gerade sehr zusagt. Da habe ich Bock drauf. Dann habe ich hier das Magic Finish Satin Lipstick. Das ist halt, ja, ein Rot, ne? Also richtig, richtig knallrot. Ruby Red ist die Farbe. Das werde ich, könnte geil aussehen, ja, aber nee, trage ich jetzt heute, glaube ich, trage ich den auf? Ich weiß noch nicht. Ich glaube eher weniger. Schließt magnetisch, ist ganz cool. Und dann habe ich hier einen Lippenbalsam, und zwar Magic Finish Volume Lip Balm. Der war auch mit in dieser Box. Ich glaube, den probieren wir jetzt mal aus, oder? Ja, ich glaube schon. Ist auch so ein Pöttchen. Was soll der überhaupt machen? Der aufpolsternde Lippenbalsam mit Volume Lip Bienenwachs, Shea Butter und natürlichen Ölen spendet intensive Feuchtigkeit, zaubert geschmeidig einen Hauch von Farbe auf die Lippen. Angereichert mit Vitamin E und Hyaluronsäure durchfeuchtet die zart schmelzende Textur ihre Lippen und hinterlässt einen zarten Beerenduft. Ach komm, darauf habe ich dann doch Bock, ne? Sieht süß aus, aber das ist ja ein Riesenpöttchen. Alter Schwede. In welchem Zeitraum will man das verwenden? 18 Gramm sind hier enthalten. Da hast du wirklich lange was von, ne? Das ist auch ordentlich. Ja, das mache ich zusammen mit dem Lip Liner. Riecht super angenehm. Genau, und bei dem Lip Liner hast du hinten auch so ein Pinselchen. Da könnte man das quasi mit ausbürsten. Muss ich mal gucken. Also das ist halt auch ein sehr, klassischer Lippenpinsel. Oh, was eine angenehme Textur. Super, super soft. Ich fahre drüber und habe direkt Farbe drauf. Das ist schön. Also sehr, sehr schön von der Farbabgabe her. Die Farbe an sich, zu einem, ja, solchen Look, kann man das tragen? Ja, das geht. Ist jetzt nicht so, die Augen gefallen mir irgendwie nicht so ganz. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich jetzt generell nicht genug Deckkraft im Gesicht habe. Ich weiß es nicht. Irgendwas stört mich gerade tatsächlich an dem Look so ein bisschen. Wie gesagt, darüber gebe ich mir jetzt aber den Lippenbalsam auf. Und zwar einfach mit dem Finger, würde ich sagen, ne? Jo, gehe ich einfach ordentlich rein. Ja, der gibt schon Zartfarbe ab. Für so zwischendurch, muss man mal gucken. Ja, das gefällt mir. Das ist meins. Das mag ich von der Farbe her. Ja, ihr Lieben, das ist dann auch der finale Look. Jetzt haben wir quasi 40 Minuten gefilmt, bis jetzt, ne? Jo. Das heißt, ich müsste so früh aufstehen, um diesen Look zu machen. Ja, ich habe jetzt natürlich auch alles verwendet, was geht, aber na, ist das jetzt so eine Zeitersparnis? Ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt auch gerade echt beeilt, ne? Ja, genau. Aber ansonsten fühlt sich das gut auf der Haut an. Es ist ein leichtes Gefühl, was ich habe. Also ich spüre das Make-up, ich spüre auch die Pudding-Texturen nicht, was positiv ist, ne? Das Einzige, was ich halt tatsächlich merke, ist jetzt aktuell die Mascara und das, was ich auf den Lippen trage. Genau, aber ja, das war jetzt mein kleines, feines, schnelles Full-Face M'Asam. Schreibt mir gerne mal euer Lieblingsprodukt von M'Asam unten in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt oder ob ihr noch keine gemacht habt, ob ihr irgendein Produkt mal gerne testen möchtet, ob ich irgendwas für euch testen soll. Und ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!